Jetzt das Video von Justin. Schauen wir uns das an. Justins neues Auto. Immer wieder gesehen und wie alle darauf reagiert haben. Jetzt möchte ich, ich hab mir extra nichts reingezogen. Zu einem weiteren Video von mir. Ihr seht schon, ganz ungewohnte Umgebung, mich mal hinten im Auto sitzen zu sehen. Ich muss es nicht großartig spannend machen, ihr seht es schon im Titel. Haben noch vor 4 Monaten gefühlt auf seinen McLaren reagiert. Ich habe mir mein Traumauto gekauft. Es ist wirklich komplett unfassbar. Ich bin so aufgeregt wie noch nie. Meine Hände schwitzen und ich weiß nicht, ja, wie ich da gleich drauf reagieren werde. Ja, die Schlauen unter euch haben gesehen, vielleicht auf dem. Ultra awkward ist, sie sitzen zu viert im Auto und du musst reden mit. Also ich könnte es nicht. Selbst also ich da mit meinem Cutter, dann noch irgendwie Alex dabei und meine Freundin und ich muss dann Vlog anmoderieren und so, die hören ja jedes Wort. Finde ich ultra unangenehm. Mobile.de. Ich habe meinen McLaren abgegeben, weil man kann ihn im Winter nicht fahren. Und das ist wirklich ein unfassbar geiles Auto gewesen. Wenn ich irgendwann mal wieder einen Sportwagen hole, wird es bestimmt wieder einer sein. Aber wir sind jetzt hier gerade, kannst du gerne mal zeigen. So kurz kann man den leasen? So ein halbes Jahr. Man kann sich einen McLaren für ein halbes Jahr holen. Holy shit. Bei Procar, ihr seht schon das fette BMW-Logo. Der war gekauft. Und für was ich mich jetzt hier entschieden habe, werdet ihr gleich sehen. Leute. Der hätte den gekauft und wieder verkauft. Oh. Kaufen, verkaufen, meinem Auto. Ist ja nicht direkt 50.000 Euro weniger wert, nur wenn er aus dem Autohaus rausfährt? Justin ist rich. Aber so rich. So rich. Nein. McLaren ist tatsächlich wertstabil. Echt? Okay, der ist relativ wertstabil. Der fällt nicht so. Okay, McLaren fällt im Preis nicht so. Okay, alles klar, weiter geht's. Es war ein unfassbar krasses Jahr. Also ich wünsche mir, dass ihr vielleicht am Ende des Videos noch mein paar Worten lauscht. Aber jetzt geht's erstmal zum Auto. Ich zeige euch das, was ich mir hier geholt habe. Und ich bin wirklich unfassbar aufgeregt. Also stellt euch vor, wie aufgeregt ich bei der McLaren-Abholung war. Jetzt mal 30. Das ist wirklich crazy. Ja. Ich habe natürlich Jonah wieder am Start, der das Ganze hier filmt mit Technik-Like, ne, ist ja der Kanal. Und wenn die beiden vorbeikommen, dann wisst ihr, es werden schwere Geschütze aufgefahren hier. Und natürlich mein Bro Mo, der mich hier auch emotional nochmal begleitet. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns, wenn wir reingehen. Zu BMW? Wird Rolls-Royce zu BMW? Weil die gerade da reingelaufen sind? Ja, okay, wusste ich gar nicht. Crazy. Okay, Leute, der Moment der Wahrheit. Ja. Ich bin bereit, ja. Wunderbar. Also, ich bin der Friedrich, hi. Wir sind hier bei Rolls-Royce in Köln. Und wie man vielleicht schon erkannt hat, im Hintergrund haben wir hier Justins neues Auto, einen Rolls-Royce Wraith. Ja. Speziell nach deinen Wünschen. Ja. Gemacht, wie du es haben wolltest. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe und denke auch, dass. So, du guckst dir das in 20 Jahren nochmal an, wenn es schon seit 19 Jahren einen Impfstoff gibt und denkst dir, what the fuck, es haben einfach alle Masken auf. Wir alles getroffen haben, wie du es haben möchtest. Ich bin sehr gespannt. Ich habe kein Bild vorher bekommen, kein Video gesehen und so. Also das ist jetzt wirklich auch meine erste Reaktion darauf. Ich bin super aufgeregt. Wir auch, was du dazu Okay, sagst. Dann, let's go. Alter Schwede, sieht das krass aus. Alter, eingepackt, clever. Dann können die nicht geklaut, abgerissen oder sonst irgendwie entwendet werden. Der kommt erst raus, wenn man. Das ist ja clever. Ich kenne das Auto nicht oder auch das Modell. Ist das. Alter, lässt sich mit Drohnen fahren alles. Ist das neu? Ist der selten oder ist der relativ neu? Seit 2013. Ah, okay. Der kostet 300 bis 500k. Was? Rolls-Royce sind immer selten und neu. So teuer ist der? Ich kenne das Auto einfach nicht. Also ich habe es mal gesehen, aber what the fuck? Also das sieht schon ziemlich, ziemlich geil aus, muss ich sagen. Ich hab den so in freier Wildbahn noch nie gesehen. Also die Front, unfassbar geil. Farbe weiß finde ich nice.
Ich hab das Auto noch nicht gesehen. Aber ich find's ziemlich geil. Alter Schwede, sieht das krank aus. Unfassbar. Alter, hast du das gesehen? Das ist wirklich 10 von 10 geworden. So krass. Auch dieses ganz helle Grau, das sieht so, wenn man es nicht weiß und keinen Vergleich hat, könnte man denken, es ist weiß, aber es ist so ein ganz helles Grau. Es sieht auch auf Bildern und auf Videos noch ziemlich hell aus. Ne? Alter. Aber wenn man jetzt live davor steht, dann erkennt man schon klar, dass das grau ist. Krass. Gerade auch mit den schwarzen Akzenten, die wir hier überall für dich gemacht haben. Und den Felgen passt natürlich auch sehr gut, ja. Diese Bicolor-Felge. Ja, also normalerweise sind die Klinken ja silber. Ich habe die jetzt auch noch schwarz lackieren lassen, damit man wirklich so einen kompletten Look hat. Gefällt mir richtig gut. So krank. Das ist unfassbar. Alter, das ist jetzt, ich check das nicht, das ist einfach meiner jetzt. Einfach das Nummernschild, was ich noch so vor, als ich 18 geworden bin, frisch auf meinem Fiesta hatte, dass ich das jetzt auf so einem Auto singe, dass wirklich, bro, ich check das gar nicht. Das ist echt surreal. Das ist komplett surreal. Allein die Türe so rum aufzumachen, das ist wirklich unfassbar. Ich bin wirklich sprachlos. Ich weiß nicht, was ich noch dazu... Das ist schon ein ziemlich geiles Auto. Das ist hier Sternhimmel. Sagen soll, das ist unfassbar. Ja, mach mal das Auto an, oder? Ist die Klappenanlage schon auf? Ja, die sollte jetzt auf sein. Okay, dann Soundtest. Alter, was? Das hätte ich nicht gedacht. Wie viel PS hat denn der? Wirklich, das fühlt sich wirklich an, als in, wie in einem Traum. Ich konnte heute auch die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war. Ich bin die ganze Zeit aufgewacht, wie als Kind vor einem Urlaub oder so. Eins der krassesten Features überhaupt im Auto. Das sind die beiden Türknöpfe hier vorne. Bist du ready? Ja. Muss da weggehen kurz. Ja, ich geh gleich weg. Alter, die Tür kann ich, weil wenn man jetzt so ist, das ist schon wirklich sehr schwer, da dran zu kommen. Die Felgen sind ganz geisteskrank, ja, wirklich jetzt. Felgen finde ich auch extrem geil. Die stehen im Auto auch so gut. 632 PS. Krank, what the fuck? Ich bin überhaupt nicht bewusst, dass es so ein Auto gibt. Ist aber auch sauschwer, das Auto. Ja, das ist klar. 2 Tonnen. Ja, schon klar. Ey, aber ist der GT63 auch? Die 2 Tonnen, 640 PS. Ja, aber nur der, wirklich jetzt. Ey, Dings, wenn die Reifen sich drehen, dreht sich das hier nicht, ne? Vorraum ist, kannst du natürlich auch hier drüber gedrückt halten. Ah ja. Hier siehst du jetzt noch die Originalfarbe, ne? Aber das ist jetzt kein großer Kontrast auch. Ja, das ist schlimm. Krass. Ey, allein das da drin ist so wie so ein Teppich, Bro. Also so, hier so kannst du drin Teppiche schlafen. Sich manche Autos im Innenraum. Ja, das ist gemütlicher als sonst Autos im Innenraum. Ja Leute, ich nehme an, das war ein geisteskrankes Video. Wir haben zwar immer noch denselben Tag, also ich habe das Ergebnis noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, also ich verlasse mich immer auf Jonah und sein Team. Das ist das immer Sternhimmel oder kann man das auch irgendwie Panoramadach oder irgendwas machen? Wird wahrscheinlich komplett geisteskrank. Allein wenn ich mir hier reinziehe, wie das hier alles gerade rüberkommt, das ist so surreal, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich sitze jetzt hier einfach in einem fucking Rolls-Royce Wraith. Das ist mein Traumauto seit so vielen Jahren, Leute. Und ihr wisst gar nicht, wie geisteskrank ich das schätze, das hier jetzt gerade machen zu dürfen, erleben zu dürfen. Es fühlt sich immer noch an, als wäre es hier gerade ein Traum und ich wache gleich auf. Und dann bin ich immer noch in meinem Fiesta oder CLA oder so. Keine Ahnung, wann habe ich angefangen? Finde ich aber auch ein geiles Auto, dass du als Laie, als wenn du den ich kann das Auto nicht mal. Ich hätte wirklich gar nichts gedacht. Dass das Auto so ein krasses, so heftig ist und so teuer ist und so selten ist und so viel PS hat, aber als absoluter Laie weißt du das nicht. Das finde ich auch extrem geil, muss ich sagen. Das finde ich sehr, 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 sehr nice. Du hast ein extrem teures Auto für dich, ein Lamborghini natürlich, da siehst du sofort, dass das ein teures Auto ist. Das weiß jeder immer sofort. Aber dem Auto nicht. Das wissen dann nur Leute, die sich da auskennen. Also würde das Auto vor dem Video an der Ampel neben mir stehen, ich hätte keine Ahnung, was das ist. Angefangen mit 9 oder so, hatten mir meine Mom das erste Mal so eine 3-Fragezeichen-Kassette gekauft. Die 3 Detektive da fahren ja auch in einem Rolls-Royce rum, beziehungsweise werden chauffiert. Und seit ich 9 bin sozusagen, bekommt man so ab und an so ins Gedächtnis gerufen, ey, Rolls-Royce ist das krasseste Auto, es ist der krasseste Luxus, das krasseste, was man fahren kann. Keiner in Deutschland
hat einen Wraith, oder? Ich weiß nicht. Und warum ausgerechnet ich? Ich check's immer noch nicht und bin so unfassbar froh. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass ich einfach meinen Traum leben darf, nachdem ich... Rolls-Royce erkennt man. Aber sind die immer alle so teuer? Oder gibt's irgendeine ultimative, abgespeckte Rolls-Royce-Version für 100.000? Ach, sie sind immer alle. Immer. Ah, okay. Geht ab 200k los. Ja, okay. Okay, gut. Auch 100k. Ja, 100k ist viel, aber ist immer ein guter Vergleich. Der GT63S, die gibt es ja auch als GT43, wo er dann 80.000, also ich glaube, die krasseste Version kostet dann irgendwie 250.000 und dann die am wenigsten stark motorisierte mit wenigster Ausstattung kostet dann, glaube ich, 90 oder 100.000 irgendwie so in dem Dreh. Aber das gibt es bei dem Auto nicht. Da gibt es keine ultimativ abgespeckte Version für 100.000, ne? Wenn schon, denn schon. Ja, finde ich auch gut, finde ich gut. Mir wirklich so unsicher war damals, ey, höre ich jetzt wirklich nach der 12. auf oder mache ich doch noch Abi-Final fertig? Soll ich wirklich zur Bank gehen? Dann habe ich zeitweise auch überlegt, ja, die Ausbildung abzubrechen, weil schon alles so super lief. Und ich habe es dann ja doch durchgezogen, einfach weil das ja sonst verschwendete Zeit war. Und ich auch wirklich dachte, dass ich bei der Bank bleiben werde. Dann hat sich dank euch natürlich alles so krank entwickelt und die Sachen, die ich released habe, kamen immer besser an und es wollten immer mehr Leute meine Sachen haben, dass ich jetzt einfach dieses Leben leben darf, was ich jetzt gerade lebe. Es ist wirklich krank. Ich hoffe, das sieht nicht komisch aus. Vor mir ist eine rote Ampel und so. Deswegen, ich bin einfach etwas errötet, Leute. Ich hoffe einfach, ihr merkt, dass das für mich nicht selbstverständlich ist. Und ich hoffe einfach, dass das irgendwie keiner in den falschen Hals bekommt und so, weil ich eigentlich immer jemand war, der jedem alles gegönnt hat, was er sich gewünscht hat. Und natürlich läuft nicht immer alles glatt so. Einige Leute haben bestimmt gehofft, dass zum Beispiel die Black Friday Sachen jetzt vor Weihnachten ankommen. Natürlich, es war eine Pre-Order. Bis Ende Januar war angekündigt, die Jungs im Lager arbeiten 24/7 und bekommen das auch wirklich sehr, sehr gut hin, zeitplanmäßig. Ich hoffe einfach, mir nimmt das hier keiner übel und ja. Wie gesagt, ich habe den McLaren abgegeben, ich habe ihn zu einem sehr nicen Preis wieder verkauft und auch das einfach, dass ich mit 22 so nicht, ich wollte gerade aufzählen, so ich konnte mir in diesem Jahr eine Wohnung kaufen für mein, das ist sozusagen wie meine Rente. Natürlich reicht das nicht oder wer weiß, keine Ahnung, aber ich habe die Wohnung gekauft, ich habe mir dieses Auto gekauft, so und gibt mir innerlich so eine geisteskranke Ruhe, dass ich keine Kosten mehr sozusagen habe. Natürlich gibt es hier und da mal wieder, wenn man sich irgendwas holt oder so. Aber so fix, man zahlt natürlich ein bisschen Hausgeld für die Wohnung. Aber das, ich muss keine Miete für mich jetzt zahlen, ich muss keine Autorate abbezahlen. Es ist meins. Und das ist für mich das Wertvollste. Das ist wertvoller, als überhaupt dieses Auto zu fahren. Einfach diese Ruhe, die in mir ist. Und das habe ich wirklich, das ist das Wertvollste, was ich überhaupt habe, diese Ruhe. Und dass ich meiner Familie unter die Arme greifen konnte, die immer hinter mir stand und mich in allem unterstützt hat. Das ist wirklich das beste Gefühl auf der Welt und dafür wollte ich mich bedanken. Es zählt nicht rein, dieses Materielle, wo man sich jetzt mal einen Traum erfüllt, sondern so wirklich das, die Emotionen, die einen da verbinden. Ich denke, das ist... Ihr bekommt doch schon mit, wie unfassbar das hier alles für mich ist. Deswegen, dafür wollte ich mich einfach bedanken. Ich bin kein Mann von vielen Worten oder emotionalen Worten oder so, aber das wollte ich einfach, danke, was ich einfach gesagt haben. Jetzt am 1. Januar 2021, während der Pandemie, dass es mir so gut gehen darf, das weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank, Leute. Danke fürs Zusehen. Es bedeutet mir echt viel. Dankeschön, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Es war mir sehr, sehr wichtig, diese Worte noch zu sagen, damit das nicht einfach so kommt, yo Leute, ich hole mir einen Wraith, das war's, sondern das hier noch zu sagen, das bedeutet mir viel. Und auch danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Das, 22 ist der erste, ne? Das war echt krass. Danke an jeden, der mich unterstützt hat, egal wie lange, ob das noch damals die Gaming-Zeiten waren. Wenn man mal überlegt, ich habe früher mit Designs angefangen, bin zu Gaming, zu Minecraft, zu Call of Duty gegangen, dann... Modevideos gemacht, allein dieser ganze Gegenwind, den man hatte und dass das jetzt irgendwie alles doch so gefruchtet hat, das freut mich so krass. Macht's gut, Leute. Passt auf euch auf, bleibt alle gesund und ich wünsche euch wirklich nur das Beste für 2021. Haut rein. Sieht schon geil aus. Ist krass. Also, ich hatte noch nie von dem Auto gehört. Die Marke Rolls-Royce mal gesehen, ja. Aber dass das so teuer ist, so eine Luxuskarre, ist krass. Mir gefällt die Farbe. Front ist nice, Interieur geil. Heck ist immer bei Autos schwierig. Das ist immer so
Also insgesamt nice, aber die leuchten hinten. Ja, ist doch okay. Aber insgesamt ein sehr, sehr geiles Auto. Sehr heftig, sehr, sehr heftig.